Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ihr kennt das alle, ihr habt garantiert auch Stromzähler bei euch im Keller oder in der Wohnung, auf denen ihr euren Stromverbrauch ablesen könnt. Aber was es immer wieder schwierig ist, ist einfach mal zu gucken, was verbrauche ich eigentlich im Moment? Wie viel Strom wird im Moment in meinem Haus, in meiner Wohnung verbraucht? Diese Informationen können ja auch wichtig sein, um sein Verbrauchsverhalten zu optimieren. Zum Beispiel, wenn man das mit einer Photovoltaikanlage kombinieren möchte, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Jetzt habe ich Glück, ich habe vor ein paar Wochen hier so einen digitalen Zähler bekommen und bei diesem digitalen Zähler, da kann ich mir den Verbrauch meines Hauses im Moment anzeigen lassen. Das sind jetzt hier gerade im Moment rund 250 Watt, die das Haus im Moment gerade verbraucht. Aber ich habe ja auch nicht Lust, hier jedes Mal irgendwie runter in den Keller zu gehen und nachzugucken, was hier läuft. Bei uns konnte leider kein Smart Meter eingebaut werden mit einer Funkanbindung. Ich kann also diese Werte nicht irgendwie in irgendeinem Portal auslesen. Das hat hier nicht geklappt, weil hier im Keller kein Funkempfang nach draußen möglich war. So, ich habe keine Lust, hier ständig raus runter zu gehen und zu gucken, um mal zu schauen, was wir brauchen gerade. Und dafür habe ich mir eine andere Lösung rausgesucht und die möchte ich euch jetzt mal zeigen und ausprobieren und ich nehme euch dabei mit. Viel Spaß dabei. Ich habe mich nämlich entschieden für ein Produkt, das nennt sich PowerFox Power Opti und das ist also ein Gerät, was ich auf den Stromzähler unten montieren werde und mit dem ich dann die Möglichkeit haben werde, den Stromverbrauch dort unten zu erfassen. Es ist natürlich immer gut, wenn man die Bedienungsanleitung wirklich liest und sie sich nicht nur anguckt, denn ich war eben so ein bisschen verunsichert. Hier an diesem Halteadapter, hier gibt es nämlich unten so zwei Pinöbel und ich war jetzt irgendwie der Meinung, die müssten auch hier in diesem Ring rund um diesen optischen Ausgang befestigt werden, was natürlich kompletter Unfug ist. Das ist, geht wirklich, wirklich super einfach, deswegen ist hier auch jetzt erkennbar hoffentlich für euch so ein Metallring außenrum um diese beiden optischen Sensoren, die die Signale ausgeben. Und hier in diesem Halteadapter gibt es einen Magneten und was zusammengehört, das soll man auch zusammenfügen. Also das wird einfach hier oben drauf geklickt. So, jetzt ist sozusagen dieser Halteadapter erstmal am Stromzähler montiert. Jetzt kommt der eigentliche, das eigentliche Auslesemodul. Hinten drauf ist eine kleine Schutzschicht auf dem Doppelklebeband. Die entferne ich jetzt mal. Und jetzt bekommen diese beiden Pinöpel, die hier an diesem Adapter sind, auch Sinn, denn hier an diesem Adapter gibt es zwei entsprechende Aussparungen. Also das Ganze wird jetzt hier einfach nur draufgesetzt, einmal kräftig festdrücken und ja, es rutscht so ein bisschen hier. Also ich hoffe, dass das nachher hält und die Werte auch gut ausgelesen werden können, aber das wäre jetzt erstmal soweit fertig. Wenn man diese Kabel hier angebracht hat, dann gibt es so einen Drall auf diesem kleinen Gerät und der Magnet ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Interessant ist, ich habe auch schon die Stromversorgung angeschlossen und jetzt blinkt das hier alles wie wild und diese ganzen Anzeigen, die ich hier in meinem digitalen Zähler habe, die schalten jetzt irgendwie hier automatisch durch, so als wenn einer hier auf den Knopf drücken würde, um diese Dinge einzeln durchzuschalten. Anscheinend passiert da also auch schon eine ganze Menge und ja, ich habe wie gesagt die PIN zu meinem digitalen Zähler, die kriegt ihr von eurem Netzbetreiber oder eurem Messstellenbetreiber. Die PIN ermöglicht es also praktisch diese Werte auszulesen und ich bin jetzt mal gespannt, jetzt werde ich mir die App runterladen zum PowerFox und mal gucken, ob es mir gelingt, das System irgendwie in Gang zu kriegen. Und das Erste, was man dazu machen musste, war so einen kleinen QR-Code einzuscannen. Auch das geht dann problemlos über die App, ist ein QR-Code wieder integriert. Und dieser QR-Code, den findet ihr am PowerFox, den findet ihr aber auch auf der Verpackung, auf der Innenseite der Verpackung. Damit wird jetzt sozusagen genau dieses Gerät mit der App hier verbunden, damit das schon mal klar ist, damit die Daten zugeordnet werden können. Und ja, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt mache ich die Kamera wieder an, denn jetzt wird es wirklich interessant, ob das funktioniert. Und zwar muss man jetzt irgendwie eine Verbindung hier zwischen diesen beiden Geräten herstellen, denn das WLAN muss ja auch noch eingerichtet werden. Und jetzt steht jetzt hier, begeben Sie sich nun mit Ihrem Smartphone in die Nähe des Power Opti und drücken Sie dann auf OK. Ihr Smartphone sollte sich während der gesamten Aktivierung in unmittelbarer Nähe des Power Opti befinden. Schauen wir mal, was als Nächstes passiert. Ich finde sowas ja immer wahnsinnig spannend. IP-Adresse wird abgerufen. Ich bin ja gar kein Technik-Nerd, muss ich ja mal gestehen. Ich bin auch inzwischen jemand, der sagt, Hauptsache das funktioniert, wie ist mir egal. Wählen Sie nun Ihr Heim... Ah, dann ist da ein eigener Access Point eingebaut. Das ist ja krass. So, wählen Sie jetzt Ihr Heim-WLAN. Dann nehmen wir das jetzt mal aus dem Keller und da geben wir jetzt mal das entsprechende... Nein, das sind...
Alles Kleinbuchstaben. Geben wir mal das Passwort ein und drücken wir mal auf Speichern. Jetzt wird es spannend. Und die Zähler-PIN muss eingegeben werden. Und nochmal, diese Zähler-PIN, wenn ihr so einen neuen Zähler eingebaut bekommt bei euch zu Hause, dann könnt ihr bei eurem Netzbetreiber anrufen und diese PIN zu eurem Zähler erbitten. Mit dem PIN bekommt ihr dann Zugriff auf die Daten, die in diesem Zähler gespeichert werden. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier eine PIN bekommen, die gebe ich jetzt hier mal ein. Aber die ist natürlich nicht für euch, sondern nur für mich. Deswegen sage ich die nicht laut an. Ich habe die hier auch schon eingetragen, das hat auch funktioniert. Jetzt hier in die App, PIN eintragen, ist erledigt. Aktivierung des Power Opti wird abgeschlossen, steht jetzt hier. Ich bin mal gespannt, ob es hier funktioniert. Hier steht jetzt immer noch, Aktivierung wird abgeschlossen. Ja, diese Kabel, die jetzt hier so vorstehen, das muss ich natürlich nochmal deutlich verbessern. Das kann natürlich auf Dauer so nicht bleiben. Also ich werde mir hier, ich weiß noch nicht genau wie, irgendwie einen Weg finden müssen, um diese Kabel hier rauszuführen, und ich werde mit Sicherheit auch das Gerät selber auf dem Zähler hier nochmal fixieren, denn das erscheint mir doch ein bisschen wackelig. Da könnte der Magnet irgendwie noch ein bisschen stärker sein, um das stärker zu fixieren, weil diese Kabel, die haben ja doch so einen gewissen Drehimpuls und der besteht sozusagen die Gefahr, dass sich das irgendwie verdreht. So, also hier steht jetzt immer noch, Aktivierung wird abgeschlossen. Ich lasse das einfach mal laufen. Ich gucke mal, was passiert. So, wie ich mir schon gedacht habe, es lag natürlich nicht am PowerOpti, es lag natürlich wieder an mir. Und zwar war einfach mein Smartphone nicht mehr mit dem eingestellten WLAN verbunden, das im Erdgeschoss oben ist. Einmal kurz nach oben gegangen, hat sich sofort die Anzeige verändert. Aktivierung ist abgeschlossen. Steht auch drin, dass jetzt diese Anzeige hier dauerhaft für 1 bis 2 Minuten leuchtet. Das ist jetzt die Zeit, in der sich der PowerOpti hier mit dem WLAN meines Routers verbindet. Und ich würde sagen, wir können jetzt alles hier einfach mal so lassen. Ich nehme die Kamera wieder mit nach oben und wir gucken dann mal, ob wir in der App Daten kriegen. Ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt die App vom PowerFox soweit eingerichtet. Man kann da wirklich sehr, sehr viele Informationen eintragen, sehr viele Grunddaten eintragen, die Tarifdaten. Wenn man eine PV-Anlage hat, kann man die Einspeisedaten eintragen, also wie viel Cent pro Kilowattstunde man bekommt, wie lang die Vertragslaufzeit ist, welches Messgerät welchem Tarif zugeordnet wird. Also das ist wirklich sehr umfänglich, was man da machen kann, und auch ganz clever gemacht. Schauen wir uns die App einfach mal an. Ich starte die jetzt mal, wir blenden das jetzt mal hier neben mir ein. Und wir gehen mal so ein bisschen durch die App durch. Die ersten Werte sind jetzt inzwischen auch schon eingetroffen. Das heißt, man bekommt jetzt die Live-Werte mit ein paar Sekunden Verzögerung aus dem Keller vom Zähler. So, die Startseite vom PowerFox, da seht ihr jetzt erstmal oben eine Menüleiste, links mit Start, dann Verbrauch, Abschlag, Vergleich und Pro. Was das alles bedeutet, erkläre ich gleich. Dann seht ihr in der Mitte die aktuelle Übersicht. Hier sind so die, ja, so ein paar Grundinformationen, die hier gezeigt werden. Ich habe mir zum Beispiel 2 Alarmregeln eingestellt, die mich benachrichtigen, wenn ich zum Beispiel stündlich mehr als 5 Kilowattstunden verbrauchen sollte oder pro Tag mehr als 5 Kilowattstunden verbrauchen wollte. Ich habe mir das mal als Alarm eingestellt. Hier kann man verschiedene Alarme, Mitteilungsmöglichkeiten einstellen, dass man informiert wird, wenn die Anlage, zum Beispiel wenn man eine PV-Anlage betreibt, zu wenig Energie erzeugt, als sie sollte, dass man darauf hingewiesen wird, wenn der Energieverbrauch sehr viel stärker ist, als es normalerweise der Fall ist. Also ganz, ganz viel Dinge. Der Verbrauch wird angezeigt, der aktuelle Verbrauch in Wattstunden bzw. in Euro pro Tag. Das ist jetzt hier im Moment noch so wenig, dass der hier mit 0 angezeigt wird. Das Einsparpotenzial, die Einspeisung wird angezeigt und natürlich unten, das finde ich ganz interessant, unten kann man angezeigt bekommen, ob man denn über oder unter dem monatlichen Abschlag liegt, den man eingestellt hat. Das ist vielleicht für die Kostenkontrolle gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, ganz unten die aktuellen Werte, und die schauen wir uns jetzt mal als allererstes an. Wenn man hier drauf tippt, dann schiebt sich unten so ein Reiter hoch und ihr könnt jetzt hier sehen den aktuellen Verbrauch. Der liegt bei aktuell gerade mal 12 oder 14 Watt und ganz unten seht ihr den Insgesamtverbrauch, den der Zähler
festgestellt hat bei mir 292 Kilowattstunden seit Einbau. Man sieht hier oben so eine Skala, die geht von 0 bis 4.500 Watt und je nachdem, wie viel verbraucht wird, bewegt sich dieser grüne Punkt, den ihr hier am Rand sehen könnt, dann auf dieser Skala hin und her. Wenn ich wissen will, wie viel ich gerade einspeise, kann ich das mir auch abrufen. Hier 21 Watt werden gerade angezeigt als Einspeisung und die Gesamteinspeisung 8 Kilowattstunden seit Einbau des Zählers kann man dann hier also sich auch angucken. Ganz clever, kriegt man einen sehr schnellen Überblick. Dann schauen wir mal oben im Menü auf Verbrauch. Wenn ich hier tippe, wechselt die Anzeige. Ich habe immer die Möglichkeit, mir unten wieder diese aktuellen Werte einzublenden. Das finde ich ganz toll gemacht. Und ihr seht also jetzt hier eine stündliche Auflösung der Verbräuche. Man kann es auch umstellen auf Viertelstundenwerte. Überhaupt kann man überall wirklich sehr, sehr viele Individualisierungen vornehmen in der App, um sich es so anzeigen zu lassen, wie man möchte. Ihr seht auch hier oben, dass man sich das ganze taggenau oder auf Monat oder aufs Jahr hin anzeigen lassen kann und natürlich auch, wenn man den PowerFox entsprechend lange im Betrieb hat, auch über verschiedene Jahre hinweg. Die Darstellungsmöglichkeit kann man immer auswählen. Es gibt verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Das seht ihr hier. Durchschnitt der Leistung, Maximalleistung, die aufgenommen wurde, kann man sich einblenden und unten zeigen lassen. Also wirklich, man kriegt hier wirklich eine sehr, sehr umfängliche und sehr grafisch sehr schön dargestellte Auswertung aller Werte, die dieses Gerät sammelt über die Zeit hinweg. Dann schauen wir mal auf den Bereich Vergleich. Hier kann man sich nämlich auch mal mit Benutzergruppen vergleichen, indem man so ein paar Grundinformationen eingibt und mal schauen, ja, bin ich über oder unter dem Vergleich, Verbrauch der Vergleichsgruppe, die zum Beispiel auch ein Haus haben, in dem 4 Personen wohnen mit 100 Quadratmetern und als Heizung eine Wärmepumpe verwenden. Interessant ist auch der Bereich Pro. Hier kann ich nämlich mir eine sehr schöne Auswertung geben lassen zwischen Netzverbrauch und Einspeisung. Also wie ihr das sehen könnt, bin ich hier im Moment bei 16 Wattstunden Verbrauch und 24 Wattstunden Einspeisung. Ist klar, das ganze Ding läuft ja erst seit 2 Stunden. Also da läuft noch nicht so wahnsinnig viel an Daten auf. Und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, sich all diese Daten in unterschiedlicher Art und Weise anzeigen zu lassen. Hier zum Beispiel beim Balkendiagramm kann ich mir zum Beispiel den Netzverbrauch einblenden. Dann kann ich sehen, wann habe ich denn wie viel im Vergleich zur Einspeisung Netzverbrauch gehabt. Und auch hier kann ich mir jederzeit beim Durchschnitt der Einspeiseleistung den Netzverbrauch dazu mit anzeigen lassen. Also hier kann man deutlich sehen, im Durchschnitt habe ich mehr eingespeist, deutlich mehr eingespeist, als ich verbraucht habe, obwohl draußen heute so ein trüber Tag ist. Ja, und dann habe ich noch den Bereich Abschlag hier oben. Hier kann ich mir, wenn ich entsprechende Werte eingegeben habe, also anzeigen lassen, ob ich mit meinem aktuellen Verbrauch über oder unter dem Abschlag bin, um ein bisschen zu gucken. Ja, vielleicht sollte ich zum Monatsende meinen Verbrauch versuchen, so ein bisschen zu drosseln. Das Ganze kann man sich monatsweise und jahresweise auflösen. Ja, und wie gesagt, wir gucken jetzt nochmal zurück auf die aktuellen Werte. Hat sich da irgendwas verändert? Nicht grundlegend. Die aktuelle Einspeisung 20 Watt und der Verbrauch liegt im Moment bei 0. Ist klar, wir speisen ja ein. Also, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich bin jetzt mal gespannt auf die nächsten Tage, das so ein bisschen zu beobachten, immer wieder mal reinzugucken, wie sich die Werte verändern. Es kommen ja jeden Tag Werte dazu. Bisher macht der PowerFox auf mich mit der App zusammen einen sehr, sehr guten Eindruck. Es hat einen hohen Entwicklungsstandard erreicht. Und wir haben jetzt auch schon mal Kontakt aufgenommen mit dem Entwickler, mit dem Herrn Becker, haben verabredet, dass wir dazu nochmal ein oder zwei weitere Videos drehen. Könnt ihr euch also drauf freuen. Und ich sage das jetzt natürlich auch, um euch zu animieren, einfach mal den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nämlich nicht verpasst, wenn da neue Videos kommen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Alarmglocke klicken, um immer wieder informiert zu sein, wenn es neue Dinge von uns für euch rausgekommen sind. Also, wie gesagt, wer seinen Stromverbrauch ganz toll, ganz komfortabel hier mit App unter Kontrolle haben will und gucken will, wo stehe ich, wie sieht mein Verbrauch aus, was verbrauche ich gerade und so weiter und so fort, dann ist das vielleicht eine Sache, die ihr euch mal angucken könnt. Übrigens, das Ganze lässt sich auch mit Wallboxen kombinieren, da kommen wir aber in den späteren Videos zu. An der Stelle sage ich erstmal Tschüss. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in den PowerFox und freue mich einfach auf die nächsten Videos und freue auch ich mich darauf, euch beim nächsten Video dann hier wieder begrüßen zu können. Bis dann. Ciao, ciao.